unendliche Weiten. Unendliche Weiten. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. In einer fernen Zukunft. In einer fernen Zukunft. Eine Zukunft mit unendlichen Möglichkeiten. Wir blicken hinter die Sterne, hinter Raum und Zeit, fern unserer Wirklichkeit und bekannten Dimensionen. Lass uns gemeinsam den Spiegel durchbrechen und die Realität neu entdecken. Oder ist unsere Realität nur Fiktion? Nur Fiktion? Nur Fiktion? Und wir riskieren in Wahrheit einen Blick auf die Wirklichkeit? Auf die Wirklichkeit? Auf die Wirklichkeit? Das ist Trackwelten Infinity. Infinity. Was wäre, wenn das Dominion den Krieg gewonnen hätte? Was wäre, wenn die Föderation in die Knie gezwungen und besiegt worden wäre? Was, wenn Ghul Tukat seine Machtposition ausgebaut hätte und zum unangefochtenen Führer des Alpha-Quadranten aufgestiegen wäre? Und die Föderation nur noch ein Schatten ihrer selbst ist und keine Macht im Quadranten in der Lage wäre, sich gegen das Dominion zu stellen? Ursachen für Kriege sind vielfältig. Das zeigt die Geschichte der Menschheit und anderer Spezies oft genug. So sind Kriege meistens von mindestens einer Seite gewollt, um seinen Machtanspruch und/oder die eigene Ideologie durchzusetzen. Oder es finden eine Reihe unglücklicher Ereignisse statt und diese führen zu einer Eskalation. Der Dominion-Krieg ist keine Ausnahme. Man kann sicherlich darüber streiten, ob die Föderation genug Anstrengungen unternommen hat, um einen Krieg zu verhindern. Die Aggression des Dominion suchte jedoch seinesgleichen. Blicken wir ein paar Jahre zurück. Cardassia ist unter der Herrschaft des Dominion nicht gefallen. Damar ist kein Heldentod gestorben, Sisko und Dukat sind sich nie in den Feuerhöhlen begegnet und der Ghul ist bei den Gründern nie in Ungnade gefallen. Deep Space Nine oder Terok-Nor wurde nie von Sisko und der Föderation zurückerobert. Ghul Dukat steht auf der Ops, vor dem Pult mit den Statusdaten zur Schlacht. Dominion, Föderation und Klingonen führen einen erbitterten Kampf. Während die Defiant unter dem Kommando von Captain Benjamin Sisko es schafft, die Barriere aus feindlichen Schiffen zu durchbrechen und Kurs auf Deep Space Nine zu nehmen. Dukat ist sich sicher. Nichts kann ihn jetzt noch aufhalten. Auch wenn Veyun und die Gründerin noch skeptisch sind, selbst so kurz vor dem vermeintlichen Sieg. Die Minen vor dem Wurmloch wurden entschärft. Eine nach der anderen geht in einem grellen Licht auf und der Weg für die Schiffe des Dominion ist frei. Die Defiant geht unter Warp und bemerkt, dass sie zu spät ankommt. Sisko nimmt direkten Kurs auf das Wurmloch. In einem letzten, verzweifelten Akt will er sich gegen das Dominion stellen. Koste es, was es wolle. Plötzlich eine Explosion. Die Defiant hatte glücklicherweise die Schilde oben, doch dann ein weiterer Einschlag. Und noch einer, eine nicht endende Salve von Photonentorpedos und ein Dauerbeschuss durch Phaser bringt die Schilde der Defiant an ihre Grenzen. Die Feuerkraft von Terok-Nor ist zu groß für solch ein Schiff. Für jedes Schiff, denn die Station hat nur ein einziges Ziel. Die Defiant. Die Schilde versagen und das Raumschiff wird durch heftige Einschläge aus seiner Flugbahn geschleudert und beginnt schwer beschädigt durch den Raum zu treiben. Ohne eine Chance, aus eigener Kraft fliehen zu können. Ghul Dukat steht vor dem Hauptbildschirm auf der Ops und beobachtet, wie sich die Defiant brennend um die eigene Achse dreht. Er befiehlt, das Feuer einzustellen. Mit seiner selbstgefälligen Art bejubelt er seinen Sieg über Sisko, den er unbedingt lebend festnehmen möchte.
Ein kardassianischer Offizier kontaktiert ihn über die COM und berichtet, dass Rom, der die Waffen der Station deaktivieren wollte, festgesetzt wurde. Seine Sabotage konnte vereitelt werden. Die Minuten vergingen und die Anspannung auf der Ops wuchs. Gebannt starrten Ghul Dukat, die Gründerin, Vion und all die anderen Soldaten auf den Bildschirm. Dann öffnet sich das Wurmloch. Die ersten Dominion-Schiffe sind zu sehen. Erst kleinere Jagdschiffe, dann ziehen die größeren Schlachtschiffe und Angriffskreuzer nach. Dutzende, Hunderte, ein nicht endender Strom an Schiffen passierte das Wurmloch. Auf der Ops bricht Jubel aus und auch die Gründerin wirkt sichtlich erleichtert. Sie dreht sich zu Dukat und blickt ihn mit einem erschöpften, jedoch zufriedenen Blick an. Gut gemacht. Somit haben die Cardassianer bewiesen, dass sie ein würdiges Mitglied des Dominions sind. Machen Sie es sich nicht zu bequem. Das ist erst der Anfang. Jetzt bringen wir Ordnung in den Alpha-Quadranten. Und darüber hinaus. Man kann nur mutmaßen, wie viele Schiffe das Dominion innerhalb der ersten Wochen in den Alpha-Quadranten geschickt hat. Die Schätzungen gehen in die Tausende. Nicht zu vergessen, die zusätzlichen Versorgungsgüter, um die annektierten Welten im Alpha-Quadranten zu versorgen und zu schützen. Terok Nor und das Wurmloch sind nach dem Eintreffen des Dominion zu einem unbezwingbaren Bollwerk aus Verteidigungsanlagen und Kriegsschiffen mutiert. Das Dominion konzentriert sich auf die Aufstellung seiner Truppen, um den finalen Schlag durchzuführen. Nicht nur Schiffe, sondern auch eine gewaltige Armee wird aufgestellt, um die Planeten mit Bodentruppen zu besetzen. Man will der Föderation und seinen Alliierten keine Zeit mehr geben, um sich neu zu sammeln. Jetzt, mit dem Zugang zum Wurmloch und den Produktionsstätten im Alpha-Quadranten, hält das Dominion scheinbar nichts mehr auf. Nach dem Schauprozess, bei dem Captain Sisko und ein Großteil seiner Offiziere der Defiant zum Tode verurteilt wurden, macht sich Ohnmacht in der Föderation breit. Jadzia, Worf, Nock, O'Brien, Bajir, Garak und der Rest der Besatzung wurden nach der Verhandlung auf Cardassia umgehend exekutiert. Auf Befehl von Dukat musste Sisko Zeuge der Hinrichtungen werden und wurde anschließend in ein Arbeitslager im cardassianischen Raum gebracht, um dort auf seine eigene Hinrichtung zu warten. Die Verhandlung wurde von zig Millionen live im gesamten Quadranten verfolgt. Die Föderation musste zusehen, wie Sisko aus dem Gerichtssaal geschafft wurde, ungewiss, ob man ihn je wieder sehen würde. Die Bajoraner mussten ansehen, wie ihr Abgesandter nichts mehr ausrichten konnte. In seinen Augen war es deutlich zu erkennen. Er wurde gebrochen. Er hatte alle Hoffnung verloren. Er hatte alle Hoffnung verloren. Er hatte alle Hoffnung verloren. Ghul Dukat, der mittlerweile auch außerhalb von Cardassia immer mehr Einfluss gewinnt, besucht Sisko in regelmäßigen Abständen im Hutet-Arbeitslager auf Cardassia 4, um von seinen Fortschritten zu berichten. In seinen Händen spielt er mit einem Baseball, während er von seinen Schlachten gegen die Sternflotte, von Eroberungen der Föderationswelten und auch von Cassidy und seinem Sohn Jake erzählt. Die hat er auf Bajor festgesetzt. Dort leben die beiden weitestgehend in Ruhe, zumindest solange Sisko sich selbst nicht verletzt und keinen Fluchtversuch unternimmt. Dukat spricht dies nicht direkt aus, doch lässt er es während den Gesprächen mit Sisko immer wieder durchblicken. Es ist der einzige Grund für Sisko, noch nicht aufzugeben. Das Dominion hält sich vorerst an seine ursprüngliche Vereinbarung mit Bajor und unterstützt den Planeten mit Versorgungsgütern aus dem Gamma-Quadranten. Diese Strategie fährt das Dominion auf jedem seiner annektierten Systeme. Wer keinen Widerstand leistet und sich dem Dominion anschließt, bleibt weitestgehend von Terror verschont und genießt Zugang zu einer Vielzahl an Gütern. Kooperative Welten erhalten zudem die Erlaubnis, eigene Produkte zu exportieren und benötigte Waren zu importieren. Neben der Aufrüstung des Militärs war eines der ersten Befehle der Gründer, die Versorgung der eingenommenen Planeten sicherzustellen. Auch diplomatische Bemühungen wurden forciert. Somit hält sich der Widerstand innerhalb der eigenen Linien in Grenzen. Die Regierungen sind sich bewusst, dass die Chancen, der Föderation zu gewinnen, gering sind und möchten die eigene Bevölkerung nicht Tod und Verderben aussetzen. Und dann war da auch noch Exana.
Deep Space Nine war gefallen. Captain Sisko wurde festgenommen, das Dominion erhält permanenten Nachschub aus dem Gamma-Quadranten und ein System nach dem anderen fällt. Wenn die Föderation nicht sofort handelt, fällt der Quadrant und damit auch die Zukunft der Föderation. Ein knappes halbes Jahr nach der Invasion wurde eine Sondersitzung von Admiral Nechayev einberufen. Neben Admiral Paris, Admiral Ross und weiteren Offizieren der Sternenflotte wurde auch Captain Picard zur Sitzung eingeladen. Aus vielen weiteren Welten wie Vulkan oder Andoria sind ebenfalls hochrangige Vertreter eingetroffen. Ebenso nehmen geflohene Würdenträger, Botschafter und Admiräle aus schon annektierten Welten wie Betazed, Ninxindi oder Telar an der Sitzung teil. Nechayev klärt die Anwesenden in einem einstündigen Vortrag über die jüngsten Bemühungen der Sternflotte auf, wie ein Schiff der Defiant-Klasse mit einer Transwarp-Spule ausgerüstet werden kann. Nur wenige hochrangige Sternflottenadmiräle wussten und wissen von diesem Vorhaben. Sie ist absolute Verschlusssache, da die Technologie als unsicher eingestuft wurde. Zudem befürchtet man, dass Feinde an diese Technologie geraten könnten, samt der vielversprechenden Forschungsergebnisse der Föderation. In den Gesichtern der Anwesenden ist Skepsis zu erkennen. Man begann miteinander zu diskutieren. Picard, der während des Vortrags an die unangenehmen Begegnungen mit den Borg in der Vergangenheit erinnert wurde, blickt schließlich auf und richtet sich an Nechayev. Wo haben Sie diese Transwarp-Spule her? Die Admiralin mustert Picard eingängig, so als ob sie seine Gedanken lesen wollte. Sternzeit 50893. Picard seufzte und auf seinen Lippen war ein Anflug eines Lächelns zu erkennen. 2373. Unsere Begegnung mit den Borg in Sektor 001. Unterbrach er Nechayev. Soweit ich weiß, waren Sie und die Enterprise nicht ganz unbeteiligt, fuhr sie fort. Picard wollte gerade antworten, als ein telleritischer Diplomat laut rief: Wir müssen sofort handeln! Die Diskussionen verstummten. Oder vielleicht in Erfahrung bringen, ob diese Transwarp-Spule überhaupt funktioniert, entgegnet ein andorianischer General. Er hat recht, ergänzte Admiral Ross, der aus dem anderen Ende des Raumes nach vorne tritt und fortfährt. Admiral, ist das Schiff mit der Transwarp-Spule einsatzbereit? Die Augen der Anwesenden richten sich wieder in Richtung des Admirals, die kurz zu Admiral Paris schaut, einen Moment zögert und schließlich antwortet. Wir vermuten es. Die Gäste sind sichtlich irritiert. Captain Picard erhebt sich von seinem Platz, rückt seine Uniform zurecht und geht auf Admiral Nechayev zu. Was soll das heißen? Wo befindet sich das Schiff? Noch auf Exena, in der Obhut von Sektion 31. Das Schiff soll in Kürze einsatzbereit sein. Ein Raunen geht durch die Menge. Nechayev fährt fort. Ein Agent namens Sloan kam auf uns zu und informierte uns über ein theoretisch funktionierendes Transwarp-Schiff namens USS Georgiou. Unter Einsatz einer funktionstüchtigen Transwarp-Spule. Der Einsatz eines experimentellen Transwarp-Schiffes wäre ein riskantes Unterfangen. Würde diese Technologie in die Hände des Dominion fallen, wäre das nicht nur der endgültige Todesstoß für die Föderation, es wäre wohl auch eine Katastrophe für jede andere freie Welt in dieser Galaxie. So oder so stehen die Chancen schlecht. Sektion 31 hat zu lange gezögert. Sloans Versuche, über die vergangenen Monate das Dominion zu schwächen, schlugen allesamt fehl. Etliche Agenten wurden getötet oder sind aus dem Raum des Dominions nicht zurückgekehrt. Selbst radikale Schritte, wie die Gründer mit einer Krankheit zur Strecke zu bringen, schlugen fehl. Wissenschaftler aus dem Gamma-Quadranten konnten ein Gegenmittel entwickeln. Sektion 31 ist schlichtweg auf die Hilfe der Sternflotte angewiesen. Zudem nahmen mehrere Flottenverbände des Dominion schon die Systeme Akal und Arcturus Prime ein und bereiten sich derzeit auf den nächsten Vorstoß vor. Somit ist auch das Exena-System gefährdet. Die Sternenflotte und seine Verbündeten haben keine andere Wahl, als schnell und entschieden zu handeln. Während zügig Kontakt zu Exena aufgenommen wird, um technisches Personal für die USS Georgiou bereitzustellen, zieht die Sternflotte die angeschlagene 7., 8. und 10. Flotte zusammen, um Exena zu schützen. So lange, bis das experimentelle Schiff fähig ist, auf Transwarp zu gehen. Der Plan sieht vor, zum Exena-System zu fliegen und Captain Picard sowie weitere Crewmitglieder auf dem Planeten abzusetzen, auf dem sich die USS Georgiou befindet.
Das Kommando über die USS Enterprise E erhält Commander Data. Die Flotten wird Admiral Ross auf der USS Galaxy befehligen. Mit etwas Glück wird das Dominion nichts von dieser Aktion mitbekommen und die Besatzung der Giorgio kann unbemerkt in die Nähe des kardassianischen Raums gelangen, wo sie mit Hilfe spezieller Torpedos das Wurmloch zum Kollabieren bringen kann. Somit wäre das Dominion erneut vom Gamma-Quadranten abgeschnitten und müsste ihre Truppen bündeln. Es wäre zumindest eine Chance für die Föderation. Nur wenige Wochen nach der Sondersitzung beginnt die Operation. Captain Picard, der auf der Brücke der Enterprise steht, ist sichtlich nervös. Data sitzt auf dem Stuhl des Captains und macht einen konzentrierten und fokussierten Eindruck. Jeder auf dem Schiff macht seinen Job. Wie immer. Und doch liegt eine unangenehme Spannung in der Luft. Picard weiß, diese Mission darf nicht scheitern. Das Schicksal zweier Quadranten steht auf dem Spiel. Die Flotte geht unter Warp und trifft im Exana-System ein. Alarmstufe Rot, rief Data, während die ersten Energiesalven eines Jem'Hadar-Schlachtkreuzers auf die Schilde der Enterprise einschlagen und einen grellen Lichtblitz verursachen. Der Steuermann reagiert umgehend und reißt das Schiff nach Steuerbord, um nicht mit dem feindlichen Schiff zu kollidieren. Das Dominion ist schon hier, flüstert Picard und blickt ungläubig auf den Bildschirm. Der Geheimdienst der Sternflotte hat versagt. Sektion 31 hat versagt. Obwohl im Vorfeld die Bewegungen des Dominion ausspioniert wurden, konnte ein großer Kampfverband aus Jem'Hadar und kardassianischen Schiffen das Exana-System unbemerkt erreichen. Sie wussten, dass die Föderation etwas plante. Wie konnte das sein? Admiral Ross hat jedoch keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Er muss hier und jetzt mit der neuen Situation umgehen. Und sie haben Glück im Unglück. Das Dominion hat zwar mit der Föderation gerechnet, doch wissen sie anscheinend nicht, warum Exana so wichtig für die Föderation ist. Denn die USS Giorgio liegt nach wie vor startbereit auf dem Planeten. Ross erteilt der Enterprise die Freigabe für die Mission. Mehrere Shuttle, unter anderem mit Captain Picard und Commander Riker an Bord, verlassen die Enterprise und nehmen direkten Kurs auf die Position der USS Giorgio. Da das Schiff unter strengster Geheimhaltung mit den höchsten Sicherheitsstufen versteckt wurde, ist ein Beamen nicht möglich. Das Schiff ist zu stark abgeschirmt. Dies ist der kritische Moment. Sofort nach dem Start der Shuttle nehmen Angriffskreuzer des Dominion die Verfolgung auf. So schnell, dass eines der Shuttle explodiert, noch bevor es die Atmosphäre des Planeten erreichen konnte. Ross befiehlt der 7. Flotte, die Shuttle zu schützen. Jetzt muss die Flotte nur lange genug durchhalten, bis die Giorgio den Orbit verlässt und auf Transwarp beschleunigt. Die Minuten vergehen und die Föderation und das Dominion führen eine erbitterte Schlacht. Man hat die Wichtigkeit dieser Mission von Seiten des Dominion wohl unterschätzt, denn den Föderationsschiffen gelingt es, standzuhalten. Dann ist es soweit. Die USS Giorgio taucht auf den Sensoren auf. Sie verlässt die Planetenoberfläche. Im selben Moment bewegen sich schon die ersten Dominion-Schiffe auf dem Planeten zu, um die Giorgio abzufangen. Und nicht nur das. Weitere Dominion-Schiffe gehen unter Warp. Erst ein Dutzend, dann 47 Schiffe, letztendlich über 100 neue Schiffe des Dominion. Ross reagiert umgehend und befiehlt den Flotten mit Nachdruck, die USS Giorgio zu schützen. Um jeden Preis. Diese verlässt in diesem Moment die Atmosphäre und wird von einer Vielzahl von Salven getroffen, bis die Enterprise und die Galaxy sich zwischen den feuernden Dominion-Schiffen und der Giorgio manövrieren, um die Schüsse abzufangen. Dann folgen weitere Föderationsschiffe, die sich schützend um die USS Giorgio positionieren. Unter dem Kommando von Picard aktiviert die Giorgio die Transwarp-Spule. Dann eine gewaltige Explosion. Die USS Bellerophon wurde von einem Jem'Hadar-Schiff gerammt und wird in Stücke gerissen. Sie fliegt zu dicht an der Giorgio und etliche Trümmerteile schlagen seitlich ein. Kurz scheint es so, als würde auch die Giorgio jeden Moment zerstört werden.
Doch dann ist sie verschwunden. Unmittelbar nach dem Einschlag hat sich ein Transwarp-Kanal geöffnet. Zurück bleibt lediglich ein grün leuchtender Schimmer. Hat sie es geschafft? Ist die Mission geglückt? Oder wurde die Giorgio doch beschädigt oder sogar zerstört? Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht, denn nun konzentriert sich das Feuer des Dominion auf die Flaggschiffe. Eine weitere Kamikaze-Aktion eines Jem'Hadar-Schiffes lässt die Enterprise in grellem Licht aufgehen, bevor ein weiteres Schiff direkt Kurs auf die USS Galaxy nimmt. Haben wir versagt? Ist Admiral Ross' letzter Gedanke, als er ungläubig die in Feuer aufgehende Enterprise auf dem Monitor anstarrte. Dann schlägt ein weiteres Dominion-Schiff mit voller Wucht auf die Galaxy ein. Ein Jahr nach der Invasion aus dem Gamma-Quadranten hat sich das Dominion im Alpha-Quadranten zur dominierenden Macht erhoben. Während die Jem'Hadar weiter in den Föderationsraum vordringen und System um System einnehmen, kümmern sich die Cardassianer um die Eroberung von Zenkheti, der Talarianer, und halten das Gebiet bis zum Hydranischen Königreich. Die Breen sehen in diesem Eroberungszug ihre Chance, mit Hilfe des Dominion ihre Macht im Quadranten auszubauen. Schon wenige Monate nachdem Terrognor eingenommen wurde, hat man diplomatische Beziehungen zu den Breen aufgenommen, wohlwissend, dass die Kampfkraft der Breen für das Dominion von Vorteil sein wird. Als Teil des Dominions und mit der Unterstützung der Jem'Hadar fällt in kürzester Zeit die Ferengi-Allianz. Nun sagen wir, dass die Ferengi einen ganz guten Deal herausgehandelt haben, um innerhalb des Dominion weiterhin Geschäfte machen zu können. Der große Nagus Zek weigerte sich anfangs zu kooperieren, verlor dadurch jedoch den Rückhalt der FCA-Versammlung und der Liquidatoren. Eine direkte Konfrontation mit dem Dominion kam für diese nicht in Frage und somit wurde Zek seines Amtes enthoben, ins Exil geschickt und Brand zum neuen großen Nagus ernannt. So profitiert das Dominion von den wirtschaftlichen Fähigkeiten der Ferengi und binden diese enger in logistische und finanzielle Angelegenheiten ein. Somit erkaufte sich das Dominion die Loyalität der Ferengi. Neben den Ferengi war die Eroberung der Systeme bis zur Region von Deep Space Six und an die Grenzen des Romulanischen Reiches ein Kinderspiel, da die Föderation und das Klingonische Reich seine Schiffe um das Sol-System sammelten. Die Allianz zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich besteht weiterhin, ist aber brüchig. Der Führungsstil und die strategischen Entscheidungen von Kanzler Gauron führen immer wieder zu Konflikten innerhalb der Allianz. Seit der letzten großen Niederlage in der Schlacht um Taras II, in der General Martok in einer glorreichen Schlacht ums Leben kam, ist der Kanzler jedoch in eine ungünstige Lage innerhalb des Reiches geraten und ist auf den Erfolg der Föderation angewiesen. Auch wenn sich diese selbst nicht wirklich von der Niederlage um die Schlacht um Exenar erholt hat. Die Klingonen sind sich jedoch der unmittelbaren Bedrohung bewusst und versuchen, den Konflikt fern der eigenen Grenzen auszutragen. Und obwohl die Produktionsanlagen der Föderation und der Klingonen auf Hochtouren laufen, kommt man mit der Produktion nicht hinterher. Während das Dominion immer mehr Systeme kontrolliert und ihnen somit stetig mehr Rohstoffe zur Verfügung stehen, fehlen diese der Allianz. Ganz zu schweigen von den hohen Verlusten an Leben. Neben der Verstärkung aus dem Gamma-Quadranten züchtet das Dominion auch weiterhin Jem'Hadar im Alpha-Quadranten. Der Föderation geht die Luft aus. Ein Nicht-Angriffspakt zwischen dem Dominion und den Romulanern hält die Romulaner aus dem Krieg heraus. Jegliche Bemühungen der Föderation, die Romulaner zu überzeugen, sich gegen das Dominion zu stellen, schlagen fehl. Die Regierung in Romulus will den Krieg aussetzen und festigt die eigenen Grenzen. Besonders Senator Vrenak nutzt seinen Einfluss, um gegen eine Allianz mit der Föderation zu werben. Innerhalb der Föderation gibt es Bedenken, dass, wenn das Dominion noch weitere Erfolge einfährt, die Romulaner auf die Idee kommen könnten, ebenfalls Gebiete der Föderation einzunehmen. Die Sternenflotte ist nicht in der Lage, einen Krieg an zwei Fronten zu führen. Auf den annektierten Welten innerhalb des Dominions im Alpha-Quadranten kehrt so etwas wie Alltag ein. Ob auf Ferengina, Betazed, Bajor, Trill, Tela
oder auf irgendeinem der vielen anderen Planeten. Das Leben muss weitergehen. Das heißt jedoch nicht, dass es den Bewohnern besser als vorher geht. Es herrscht Diktatur. Regierungen wurden ausgetauscht. Der Rechtsstaat wurde abgeschafft. Auch wenn die Bevölkerung in der Regel nicht hungern muss und man seinen üblichen Geschäften nachgehen kann, wurden Meinungsfreiheit und Unabhängigkeit abgeschafft. Wer nicht für das Dominion ist, ist gegen das Dominion. Auf den Straßen finden sich Kampftruppen der Jem'Hadar, Cardassianer und Breen. Und wer sich gegen das System stellt, überlebt das nicht. Das Dominion ist in der Lage, die meisten Systeme mit Massen an Jem'Hadar-Truppen zu versorgen, um die neue Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Welten, auf denen cardassianische Soldaten eingesetzt werden, leiden besonders schwer unter den Besetzern. Willkürliche Durchsuchungen, Festnahmen, falsche Beschuldigungen, Folter und Schlimmeres stehen an der Tagesordnung. Die Gründer selbst interessiert derartiges nicht und überlassen die Einhaltung der Ordnung den Worta und auch den Cardassianern. Nach dem Erfolg auf Terok-Nor bekam Gul Dukat die Chance, seine Stellung innerhalb des Dominions weiter auszubauen. Beflügelt von seinen Erfolgen kann Dukat im ersten Jahr seit der Invasion beachtliche Erfolge vorzeigen. Mit einem nahezu unerschöpflichen Nachschub an Schiffen und Jem'Hadar nehmen die Cardassianer ein System nach dem anderen ein. Die strategischen Erfahrungen und das Wissen über den Quadranten machen Dukat weiterhin zu einem wichtigen Instrument des Dominions. So bekommt er weitestgehend freie Hand, was letztendlich auch die Bajoraner zu spüren bekommen. Terok-Nor ist nach wie vor die cardassianische Operationsbasis in diesem Krieg. Und auch der permanente Wohnsitz von Gul Dukat und seinem treuen Freund Damar. Ve'Yun hat nach wie vor den Auftrag der Gründer, die Situation im Auge zu behalten und fungiert auf Terok-Nor als Augen und Ohren für die Gründer. Bajor, dessen Regierung mit Sympathisanten des Dominion ersetzt wurde, ist nun Teil dessen, so wie alle anderen Planeten, die sich im Einflussbereich des Dominion befinden. Nachdem die geflohene Major Kira zusammen mit Odo und Rom versuchte, eine neue Widerstandszelle aufzubauen und dabei für den Tod hunderter Jem'Hadar und Cardassianer verantwortlich war, bekam Gul Dukat bzw. die cardassianische Regierung deutlich mehr Kontrolle über das besetzte Bajor. So wurden sämtliche Bajoraner von der Station verbannt und Dutzende ehemalige Widerstandskämpfer aus früheren Tagen in Schutzhaft genommen. Kira selbst wurde bei dem Versuch, die Station zu sabotieren, festgenommen und befindet sich in einem unbekannten Arbeitslager, vermutlich weit entfernt von Bajor. Odo wurde zurück in den Gamma-Quadranten geschickt, um sich für seinen erneuten Verrat zu verantworten. Begleitet wurde er von der Gründerin höchstpersönlich, die seitdem nicht wieder zurückgekehrt ist. Von Kiras Mitstreitern, darunter auch Rom, weiß man nur, dass ihnen vor einem cardassianischen Gericht der Prozess gemacht wurde. Seitdem verließ auch Quark Terok-Nor und kehrte in seine Heimatwelt zurück. Dort versucht er verzweifelt unter der Herrschaft des großen Nagus wieder auf die Beine zu kommen. Kai Winn hat, so wie viele andere spirituelle Persönlichkeiten, an Bedeutung verloren. Das Volk hat seinen Abgesandten und den Zugang zum himmlischen Tempel verloren, somit in weiten Teilen auch seine Hoffnung und Glaube. Und wieder sind es die Cardassianer, die durch die Straßen ziehen und die Kontrolle über Terok-Nor haben. Und auch wenn das Dominion es momentan nicht zulässt, dass Cardassianer die Bajoraner ausbeuten oder in eine Erzverarbeitungsanlage stecken, so sind sie jedoch wieder Gefangene in ihrer eigenen Welt. Und wer weiß, vielleicht ist das auch nur der Anfang. Und es ist einfach eine Frage der Zeit, bis die Cardassianer endgültig zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Gul Dukat hat knapp ein halbes Jahr an seiner Strategie gefeilt, der Föderation den finalen Stoß zu verpassen. Ihm war es ein Dorn im Auge, dass sich die Föderation an den Fronten halten konnte. Es musste eine strategische Lösung her, die die Föderation endgültig in die Knie zwingen würde. Durch neue Tarntechnologien und eine optimierten Version der Breen-Waffen schlug das Dominion unter dem Kommando von Gul Dukat und Gul Damar am 5. April, Solzeit, zu. In einem Zangenangriff, ausgehend von Terra Nova auf der einen Seite und von Tyrellia auf der entgegengesetzten Seite, griff der Verband aus Jem'Hadar-Schiffen, Cardassianer und Breen an.
Die Flottenverbände der Föderation und Klingonen reagierten schnell, hatten jedoch große Mühe, gegen die Invasoren zu bestehen. Zu zahlreich war das Dominion und auch mit den neuen Waffen und Tarntechnologien hat die Sternflotte nicht gerechnet. Entgegen aller Hoffnung drangen romulanische Schiffe in den Föderationsraum ein. Von Ceti Alpha 6 bis Melona 4 drang das Sternenimperium vor. Und nicht nur das. Weitere Flottenverbände drangen in den klingonischen Raum ein und konnten innerhalb weniger Stunden das Kitomer-System erreichen, während das Dominion bis nach Radarus und Kavar vordrang. Der Alpha-Quadrant wurde von den Romulanern verraten. Geheime Verhandlungen zwischen dem romulanischen Imperium und dem Dominion sicherten dem Imperium Souveränität und Gebiete der Föderation zu, wenn sich die Romulaner aus dem Krieg heraushalten und ihre Tarntechnologie teilen. Der 5. April 2376 war das Ende. Städte und strategische Ziele auf der Erde, dem Mars und auf Luna wurden dem Erdboden gleichgemacht. Sämtliche Orbitalstationen wurden vernichtet. Nicht einmal 24 Stunden später kapituliert der Rest der Föderation bedingungslos. Das Dominion hat gesiegt. Über die nächsten Jahre festigt das Dominion seine Stellungen. Alle bekannten Systeme bis an die neu festgelegte romulanische Grenze werden gezwungen, sich dem Willen des Dominion zu beugen. Das Klingonische Reich zerfällt noch im ersten Jahr nach der Einnahme des Sol-Systems. Auch diese Gebiete werden unter dem Dominion und den Romulanern aufgeteilt. Die großen Häuser werden zerschlagen und enteignet, der Hohe Rat samt Gauron hingerichtet und Kronos ist unter der Kontrolle des Romulanischen Reichs. Es kommt zwar immer wieder zu Auseinandersetzungen mit klingonischen Schiffen, die sich dem Dominion nicht unterordnen wollen, jedoch bewirken diese nichts. Der Feind ist zu zahlreich und zu mächtig. Gul Dukat zieht sich nach diesem Sieg zurück in den kardassianischen Raum und überlässt die Verwaltung von Systemen wie Erde, Vulkan, Andoria oder Riegel seinem Mitkämpfer und Freund Ghul Damar. Er selbst sieht Terok Nor als sein Zuhause und möchte die Kontrolle über die Bajoraner ausbauen. Zu tief sitzt noch immer die Schmach früherer Zeiten, als sich die Cardassianer aus dem bajoranischen Raum zurückziehen mussten. Sein Lebenswerk ist die Kontrolle und Tyrannei über Bajor. Freiheit und Demokratie sind nun verbotenes Gedankengut. Unterdrückung, Angst und Gleichschaltung sind die neuen Mittel, mit denen das Dominion seine Herrschaft zementieren will. Wer gegen den Strom schwimmt, wird aus dem Weg geräumt. Wer sich an die neue Ordnung hält, darf leben. Und das Leben muss irgendwie weitergehen. Wir schreiben nun das Jahr 2378. Ein grün schimmerndes Licht breitet sich auf der Umlaufbahn von Exana aus. Die Überwachungsstation des Dominion erfassen an dieser Position Dutzende Schiffssignale.